Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stoneheart. Wir sind hier drüben ein neues Gebäude am Bauen. Hier steht noch ganz viel Futter rum, was wir immer wegschaffen müssen. Das Gebäude hier oben, das will ja irgendwie nicht so wegkommen, wie ich das gerne hätte. Und ja, ansonsten ist ja zumindest unser Schreiner mal umgezogen. Dass der nicht mal in dem Gümmelgebäude da rumhängt, weil ich weiß nicht, warum er hier überhaupt gar nichts mehr macht. Ja, das werden wir irgendwann irgendwie nochmal hinkriegen. Wie gesagt, da steht immer beende Bearbeitung. Bearbeiten will ich aber gar nichts. Also auch hier nicht. Ich will das eigentlich nur einfach entfernen. Entfernen den Mist. Vielleicht müssen wir auch auf den Bauen gehen. Beende Bearbeitung, entfernen den Mist. Ne, dann geht er in ein anderes Baumenü rein. Während der Bearbeitung drücken wir einfach mal auf Bauen. Mal gucken, ob es damit zusammenhängt. Was ist jetzt passiert? Nix. Okay. Was macht ihr jetzt, ne? Na, das Gebäude scheint ja dann erstmal zu verschwinden da, oder? Sie bauen ja zumindest das Gerüst schon mal ab. Irgendeiner muss ja auch das Dach wegmachen dann. Ja, da werden wir irgendwann noch irgendwie hintersteigen. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie und wann und wo. Sind die Kisten denn jetzt hier schon mal leer? Ne, da sind immer noch drin Sachen drin. Ne? Das ist nicht zu knapp. Dann gucken wir mal, ob hier die Bronzebarren schon mal fertig sind. Was ich fast bezweifle. Können wir hier schon wieder einen herstellen? Ups. Da ist momentan nichts zu machen, da auch nicht. Hier fehlen uns einfach noch die Bronzebarren für. Die jetzt ja aber irgendwann demnächst bekommen soll. Da ist jetzt eine verbesserte Arbeiteruniform. Ein tägliches Update. Jawohl, dann kriegen wir gleich mal 2 Tage hintereinander einen neuen Dorfbewohner. Das gefällt mir. Boah, den können wir gebrauchen. Das ist ein guter Handwerker und ein guter Kämpfer. Dann würde ich sagen, was könnte der gut werden? Ein Steinkräuterarztstab? Ein Hirtenstab? Nee. Können wir den vielleicht hier austauschen? Mal gucken. Was hat denn der Schmied? Der hat Körper 6, Verstand 4. Der Schreiner. Der Steinmetz, der ist schon am Limit. Dann werden wir hier den hier. Ändere Arbeit. Du bist jetzt ein Arbeiter. Und unser neuer Bewohner wird dann seine Arbeit übernehmen. Ups. Wo ist er? Der neue Bewohner, ist das der hier? Nee. Das müsstest du gewesen sein hier. Wo ist unser neuer Dorfbewohner? Da. Der wird jetzt unser Schneider werden. Oh, was macht der? Ah, die bauen zurück. Die bauen zurück. Da ist einer mit Waren gekommen. Was hat er denn so? Eigentlich nichts Interessantes. Doch, Wolle können wir mal kaufen. Und dann verkaufen wir jetzt auch mal ein bisschen.
Guck mal hier, das ist so Zeug, das können wir gut aufbewahren zum Verkaufen. Da machen wir gut Geld mit. Haben wir hier Wandteppich 32, da werden wir noch ein paar mehr von produzieren. Dann der Teppich, ja sehr gut. Weg damit. Kräuterarztstab, ne, dann behalten wir mal den Rest. Dann werden wir den Weber noch mal ein bisschen ansetzen hier. Nochmal diese ganzen Dekoartikel dort wieder einmal erstellen. Ja, das haben wir natürlich erstmal wieder so einen kleinen Rückschritt. Da können wir 3 Stück von machen. Und da können wir 16 Stück von machen. Und Felle müssen wir uns unbedingt besorgen, aber die gibt es halt erst, wenn wir einen Trapper haben, weil der die Tiere für uns, ja, knechtigen wird. Um es mal vorsichtig auszudrücken. So, Ressourcenabbau. Da einmal. Da oben ist die erste Kante schon weg, die zweite hier oben noch nicht. Dann können wir aber die hier schon mal... Ne, die können wir noch nicht wegmachen. Wir müssen erstmal abwarten, bis hier oben die weg kann. Aber wir können ja zumindest hier schon mal so 2, 3 Felder rausgehen. Sonst kommen die dann nicht mehr nach oben, wenn sie wollen. Da wird munter gebaut. Erstmal Gerüst. Ist hier auch einer am Bauen? Ne, gar keiner. Da ist jetzt ein Loch. Muss mich keiner fragen, warum da jetzt ein Loch ist. Das Problem ist halt, Erde kann man nicht mehr auffüllen. Also es gibt keine Grasblöcke in dem Spiel. Ist die Frage, ob das nochmal kommt. Ich vermute aber fast nicht. Weil wir werden es alles noch erleben. Da sind unsere Stoffballen, die müssen auch mal einsortiert werden, unsere Wollballen. Müssen wir jetzt aufpassen, wenn der Weber oder der Schneider hier oben Level 2 erreicht hat, dann können wir auch wieder andere Sachen machen. Unser Lager sieht aus wie Dresden 45. Können wir hier mal so ein bisschen was machen. Wenn wir die hier mal wieder einlagern, können wir da vielleicht auch mal so... Hier so ein bisschen... Guck mal, können wir zum Beispiel, wenn es dann funktioniert, können wir da Zäune drum machen. Die Lücke müssen wir dann nachher zumachen. Können wir mal gucken, ob wir hier so ein Tor haben. Ne, haben wir noch nicht. Wenn wir da den Schreiner gerade beauftragen, dass er uns mal so ein Tor da zusammenschreinert. Hier so ein schönes Zauntor. Gucken wir mal, was daraus noch wird. Wie sieht das hier oben aus? Da passiert natürlich jetzt erstmal nichts. Haben wir jetzt hier unten unsere Bronze schon fertig. Zeig mal her. Jawohl. Also vom Angriff her macht die Bronzekeule mehr. Dann kommen nachher noch richtig, richtig eklige Waffen mit. Ich würde erstmal hier die Bronzekeule nehmen. Da fehlen immer noch die Fenster.
Wir haben aber keine Fenster. Daran liegt das, okay. Dann werden wir davon noch mal welche produzieren, ne? Machen wir mal so. Machen wir gerade mal 10 Stück. Ich denke mal nur mal, wir hätten davon noch genug. So, da ist unser Kämpferlein. Den gucken wir uns mal an. Mal gucken, was der so hat. Ausrüstung, eine lederne Schädelkappe. Verteidigung plus 2. Bronzekeule hat er. Ein Schild hat er. Jobfähigkeiten, Attribute. Geschwindigkeit minus 30. Warum? Warum hat er so niedrige Geschwindigkeit? Kann man das irgendwie ändern? Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir so einen Koch da irgendwie mal hinkriegen. Aber ich kann den Kochlöffel hier oben nicht auswählen. Dann müssen wir mal abwarten, was da noch passiert. Was haben wir hier? Der ist jetzt am Schlafen. Sollen sie mal machen. Auch die haben sich das mal verdient. Elemente. So viele Sachen da. Da kommt ein Eindringling. Gucken, was wir da haben. Zombies! Zombie! Müssen wir einmal gucken hier, dass wir den da hochholen. Wo ist er denn überhaupt? Da hinten kommt er. So langsam ist er ja gar nicht, ne? Keule, die macht aber ordentlich Aua. Zwei Schläge und Feierabend, das ist schon eine harte Nuss. Ne, da ist irgendwas zum Plündern in unserem Lager drin. Ne? Da sind sie alle. Unsere Pixellinien. Du stellst da schön brav deine Fensterlein her. Dann wird dort auch weiter gearbeitet. So, dann müssen wir hier oben jetzt mal langsam. Ja, wir haben zu viel zu tun und zu viel, nicht Arbeit. Ja, das ist schon anstrengend. Dann der Kochlöffel liegt da auch noch einfach so rum. Hier wird schon das Dach hochgezogen. Ja, es ist viel mit Warten hier, wenn man nicht genug Personal hat. Können wir vielleicht hier den Weg gerade schon mal wieder anlegen. Zack. Und bauen bitte. Die Performance von dem Spiel, die ist echt mit jedem Charakter, der mehr kommt, wird die echt miserabler, ne? Aber das wird ja hoffentlich auch mit den nächsten Updates nochmal behoben werden. Hoffe ich mal, dass wir vielleicht sogar genug Nahrung haben und uns gleich wieder einen neuen Mann da reinholen können. Aber es sieht fast so aus, als wäre das eher so ein utopisches Ziel. Wo sind unsere Farmer eigentlich? Ah, die sitzen da und pennen. Oder nur chillen. Der kann Koch werden. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Ein Level 3 Farmer kann Koch werden. Also ich muss den erst zum Farmer machen und dann kann er Level 3
dann ein Koch werden, dann wird unsere Gamer-Staude einfach mal zum Koch. Und da müssen wir uns jetzt hier einfach, nehmen wir mal der, der gerade oben steht, der wird dann jetzt hier zum Farmer gleich werden. Jetzt habe ich das verstanden. Oh, 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 jetzt bin ich dahinter gestiegen. Hervorragend. So, dann kannst du jetzt Farmer werden. Zack. Das ist natürlich auch nicht dumm. Dieses System zur Erweiterung von Menschen, dass sie vorher irgendwas anderes gemacht haben müssen und dort Erfahrung gesammelt haben, damit sie zum Beispiel Koch werden können. Das ist natürlich sehr cool. Gelöst. Macht das Ganze auch nochmal ein bisschen interessanter für mich. Robuste Bauweise, die Produktion, der wird sich das neue Kostüm dort anziehen. Jo. Kann man nochmal gucken, ob wir da vielleicht nochmal ein, zwei Arbeiterrüstungen herstellen können. Tatsächlich, eine geht noch. Und dann kommen wir jetzt auch schon langsam dem Ende entgegen von dieser Folge. Und das heißt denn für mich entsprechend, dass wir jetzt erstmal abwarten müssen. Ich will jetzt zumindest nochmal heute wissen, ob wir noch einen neuen Bewohner bekommen oder nicht. Zeig mal her hier. Tagesbericht bitte. Das merkt man, also tagsüber, da läuft das besser. Wenn die Lampen halt nicht an sind, dann läuft das Spiel wesentlich besser. Also dann zieht dieser Tag-Nacht-Wechsel, der zieht ordentlich. Er zieht ordentlich an der Performance. So, wir haben hier jetzt den Schneider. Jetzt ist mir natürlich kurz vor Schluss Fraps mal wieder abgestürzt, aber zumindest pünktlich zum täglichen Update. Also in der nächsten Folge müssen wir auf jeden Fall unseren Stadtwert erhöhen, mehr Essen produzieren und von der Moral her passt es ja noch und dann verabschiede ich mich auch in dem Sinne. Wie immer könnt ihr mich natürlich abonnieren, ihr dürft mir natürlich auch gerne ein Like und ein Dislike oder ein Dislike da lassen und natürlich Kommentare, freue ich mich drüber. Vielleicht hat ja der ein oder andere das Spiel selber mal gespielt und hat nochmal so den ein oder anderen Tipp, was ich bis jetzt noch nicht so richtig verstanden habe. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin dann immer wie von mir gewöhnt, ein gepflegtes Reingehauen. Auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.